Hallo und herzlich willkommen bei Turbotine. Heute mal ein anderes Video, denn wie ihr seht, ich bin zu Hause und sitze auf meiner Couch. Hierbei handelt es sich eigentlich um eher so ein, wie nennt man das, Real Talk Video allgemein, weil ich war nicht arbeiten die Tage, aufgrund eins von meinen Kindern krank ist. Und das passiert natürlich öfters mal. Also spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt, wo die Ausbildung definitiv zu Ende wäre. Einfach aus dem Grund, weil du ja nur eine bestimmte Anzahl an Fehltagen hast. Heute war wieder so ein richtig geiler Tag, richtig schön beschissen. Es hätte auch Montag sein können oder irgendein anderer Tag. Eins ist einem nicht so bewusst, sobald der Mann selbstständig ist und du bei dem Mann mit in die Firma gehst, ändert sich alles. Nicht nur, ob es privat ist, vielleicht auch finanziell, allein mit diesem ganzen Gedöns, worum man sich kümmern muss, ob es Krankenkasse ist, ein Steuerbüro oder ähnliches. Ich habe heute nur telefoniert, also bestimmt jetzt eine Stunde, und mich mit sämtlichen Leuten auseinandergeschlagen, weil ja, das sind so Dinge, da muss man sich dann halt mal drum kümmern. Das ist dann einfach so. Ja, das hat mir ein bisschen die Nerven geraubt heute und ja, deswegen mache ich ja tatsächlich nur so ein Laber-Video, weil ich versprochen habe, dass ein Video online kommt. Und ja, seht ihr nicht, wie süß meine Katze ist? Büschi! Büsch, büsch! Ja, dementsprechend, ja, das war so der Tag bisher. Und ja, in meinem Leben ändert sich gerade vieles, ne? Also, heute bin ich auf einen, heute gehe ich auf einen Junggesellenabschied. Ja, super, Katze. Heute gehe ich auf einen Junggesellenabschied und ja, das haben wir lange geplant, organisiert mit ein paar mehr Mädchen, Mädels, wie auch immer. Und ja, die erste in meinem Freundeskreis heiratet demnächst und kriegt ein Kind. Und das ist für mich sehr aufregend so, weil ich sonst keine Kontakte habe, die Kinder haben, so großartig oder verheiratet sind. Ich meine, es ist ja keine Strichliste, die du im Leben führst. So, du musst jetzt unbedingt heiraten oder du musst unbedingt Kinder kriegen. Du kannst natürlich auch glücklich alleine sein oder du kannst auch glücklich sein, wenn du nur einen Partner hast oder ähnliches. Aber doch, das freut mich schon, ne? Dass es jetzt so die erste in meinem Freundeskreis ist, die halt wirklich diesen Schritt geht und sich darauf halt einstellt. Und das ändert halt vieles, ne? Also im Leben. Ja, ich habe halt zum Beispiel, trotz wenn ich einen Partner hatte oder jemanden halt kennengelernt hat, ob es Max war, ich habe meine Freunde zum Beispiel nie vernachlässigt. Ich kann dieses, also ich verstehe vieles in der Hinsicht, ja vernachlässigen nicht, aber ich verstehe vieles nicht, was das angeht, dass denn, ja, die Priorität in dem Moment ist dann halt der Partner bei vielen Leuten, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber irgendwie auch nicht. Ja, das ist, ja, ich werde 29 dieses Jahr. Ich bin ja mit, dafür, dass Hannah ja schon 10 wird, ja relativ jung Mutter geworden. Bereue es aber auch nicht, bin ich ehrlich. Das ist, klar war es nicht immer einfach. Klar war vieles im Leben nicht immer einfach. Deswegen umso mehr freue ich mich, dass zum Beispiel einer aus meinem Freundeskreis jetzt endlich so diesen Schritt geht oder wagt und sagt so, hey, guck mal, ne, so läuft das jetzt. Und ja, irgendwie ändert das alles, ne, das ist, weiß ich nicht. Ich finde, das für mich ist das was Besonderes. So, und ich freue mich total dafür, ne, dass das halt alles läuft und alles klappt. Und ich finde das schön. Ich war sehr jung, als ich geheiratet habe. Ich glaube, wie alt war ich denn? 22? Oder? Ich meine, 22 war ich, als ich geheiratet habe. Und auch das bereue ich jetzt zum Beispiel nicht oder so. Ne? Klar war es nicht immer einfach. Klar gab es oft Momente, wo ich dachte, so, mein Gott, wie sollen wir das alles nur hinkriegen? Wie sollen wir das noch alles schaffen? Und so ist es auch jetzt, ne? Oft gibt es so Momente, mein Gott, wo soll das denn noch alles hinführen? Was man alles beachten muss und so weiter und so fort. Es ist nicht einfach, bin ich ehrlich. Und ja, das Video lade ich heute Abend hoch. Also das heißt, ihr seht das heute Abend. Da bin ich wahrscheinlich auch schon unterwegs bei diesem Junggesellenabschied. Wir haben jetzt nichts Gescheites geplant, halt ein bisschen Kaffeekuchen und dann zusammen essen gehen. Also ich finde, das reicht auch tatsächlich dann, ne? Also dieses Bauchladen, okay, klar, wenn du schwanger bist, macht das eh keinen Sinn. Aber ja, saufen auch nicht. Wer macht das dann? Ja, und ich bin da auch nicht so der Fan von. Von sowas. Doch, ich denke, das wird ganz schön und das wird mir gefallen. So. Es ist halt schön mit anzusehen, wie sich das jetzt alles so im Freundeskreis, wie sich da irgendwie, wie alles sich so verändert. Ne? Das ist, ja, finde ich gut. Und ich freue mich. Doch. Ich freue mich schon. Es ist halt mal was anderes. Ich habe dann jemanden, mit dem ich auch darüber reden kann, über das Thema Kinder.
oder ja, sonst so die Kontakte, die man halt hat aufgrund von Kindern, sind alle älter als ich. 10 Jahre mindestens. Vielleicht 8 oder 9 Jahre, aber immer so um den Dreh, weil ich halt damals sehr jung war und auch immer blöd angeguckt wurde, ob es im Kindergarten war oder in einer Krippe. Ich wurde immer doof angeguckt, weil ich so jung war, damals bei Hannah zum Beispiel. Und ja, so hat man halt auch irgendwie mal so einen Austausch, ne? Für mich stehen meine Freunde immer an sehr hoher Priorität. Das heißt jetzt nicht, weil ich Kinder bekommen habe oder geheiratet habe. Ich habe sie nie deswegen vernachlässigt, zum Beispiel. Ich finde, das macht man einfach nicht. Ich finde, deine Freunde waren auch vor einer Beziehung in deinem Leben und deine Freunde, ja, die waren halt vorher auch schon da. Die haben diesen Weg mitgemacht, wenn du jemanden kennengelernt hast. Zumindest langjährige Freunde haben diesen Weg mitgemacht, wenn du jemanden kennengelernt hast oder sind diesen Weg mit dir gemeinsam gegangen. Klar gibt es immer Momente im Leben, dass man sich außer Augen verliert, dass man sagt, okay, hey, komm, wir haben keinen Kontakt mehr. Oder ja, es ist mal eine Zeit, dass man sich gar nicht mehr sieht oder dass man keine Connection hat oder ja, dass das halt anders ist. Ne? Das ist klar, und solche Momente gibt es im Leben, dass man sich halt für einen Moment aus den Augen verliert. Aber wahre Freundschaft ist, wenn man sich Jahre nicht gesehen hat oder Monate. Man kommt zusammen und es ist wie, als wenn es früher war. Ich war am Wochenende feiern. Ich trinke keinen Alkohol, aber ich war feiern in so einer Dorfdisco hier. Und dort haben wir auch eine ehemalige Freundin gesehen, mit der habe ich früher viel Zeit verbracht. Wirklich sehr viel Zeit verbracht. Und die halbe Kindheit oder Jugend, ja, Kindheit, so, nee, ab 6. Klasse war das, haben wir uns auch viel gesehen. So. Und es war schön, dass man sich mal wieder gesehen hat und dass man mal wieder gequatscht hat. Und es war nicht so, als wenn da irgendwie so eine Distanz zwischen war und man sich, auch wenn man sich vielleicht Monate nicht gesehen hat, wir haben uns das letzte Mal im letzten Jahr, glaube ich, gesehen. Früher hatte man regelmäßigen Kontakt, aber irgendwann hat jeder auch andere Interessen und geht vielleicht seinen eigenen Weg. Vielleicht gibt es auch Freunde, wo man diesen Weg nicht mehr gemeinsam geht, sondern vielleicht sich die Wege auch für immer trennen. Das gibt es auch. Was mir halt aufgefallen ist, auch über die Jahre hinaus, der Freundeskreis verkleinert sich gewaltig. Also man hat früher hast 10, 15 Freunde gehabt und das waren keine Freunde, das waren einfach nur Bekannte. Die waren Freunde, ich finde eine wahre Freundschaft fängt halt auch erst an, wenn du so bestimmte Zeit befreundet bist. Und meine Freunde sind halt, die eine ist 18 Jahre, die andere ist über 10 Jahre und die andere ist auch 18 Jahre. Also das sind so, mit denen man, die man halt sich kennt und mit denen man halt viel Zeit verbracht hat. Und ja, umso schöner ist es halt, wenn sich halt, man will seine Freunde immer glücklich sehen und immer zufrieden. Ne? Man will sie nicht traurig sehen zum Beispiel. Das ist so, ne, da kann ich nicht mit um. Das ist so gar nicht meins. Deswegen freue ich mich auch auf heute, den Tag, und bin gespannt, wie es wird. Und ja, klar, ich bin auch offen. Ich möchte auch gerne mal so neue Leute kennenlernen, aber ich finde, dass es jetzt in diesem Alter sehr schwierig ist, irgendwie Freundschaften zu knüpfen oder Leute kennenzulernen. Gerade wenn man so in der Schulzeit, ich denke mal so viel an die Schulzeit dann zurück und dann mit dem Mobbing oder so oder ähnliches, da muss man immer so überlegen, kann ich dem vertrauen? Weiß ich nicht, passt das? So auf Menschen zugehen, das fällt mir heutzutage zum Beispiel gar nicht mehr so schwer wie damals. Damals hatte ich da ein ganz großes Problem mit und konnte das auch nicht gut, dass ich so mit anderen Menschen in Kontakt getreten bin und mit denen geredet habe oder so. Das fällt mir jetzt heutzutage zum Glück leichter und auch wenn Leute mich ansprechen, das fällt mir wesentlich einfacher. Das waren früher Dinge, das war so das Ding der Unmöglichkeit irgendwie, ne? Und ja. Also ich finde auch, wenn man Kinder kriegt oder wenn man heiratet oder ähnliches und wenn man sich auch dafür entscheidet, nicht zu heiraten, keine Kinder zu bekommen, ne? In dieser Gesellschaft wird das irgendwie nicht so akzeptiert, habe ich das Gefühl, ne? Wenn es Leute gibt, die sagen, hey, ich habe keinen Bock auf Kinder oder nee, ich mag keine Kinder oder ich will keine Kinder oder wie auch immer, so, ja, aber du musst doch, du bist doch bald so und so alt. Nein, du musst gar nichts. Wenn du meinst, du musst mit 40 Kinder kriegen oder keine Ahnung, dann heiraten oder du bist verheiratet und 5-mal geschieden oder warst 5-mal verheiratet und 5-mal geschieden oder ähnliches, ne? Dann ist das halt so, ne? Das ist, jeder Mensch sieht das Ganze halt anders. Wie gesagt, ich bin froh, den Weg so gegangen zu sein, wie ich ihn gegangen bin, auch wenn ich sehr jung war. Man muss manchmal auch lernen, jemanden zu lieben. Vielleicht gibt es Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube da nicht dran, dass es das gibt. Weiß ich nicht. Kann sein, dass es das gibt. Also ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass man sich innerhalb von Wochen in einen Menschen zum Beispiel verlieben kann. Glaube ich auch nicht dran. Ich glaube, das Ganze braucht schon Zeit. Und man lernt es auch mit der Zeit, wie man so damit umgeht. Und ja.
Das Beste ist ja, Gegensätze ziehen sich an. Max und ich sind ein bestes Beispiel dafür, wie das bei uns damals ablief. Ja, doch, es war. Ich denke gerne so an diese ganze Anfangszeit zurück und wie alles anfing und lief und wie unser Leben eigentlich damals war, ne? Zu dem Zeitpunkt gab es natürlich auch andere Leute im Freundeskreis. Aber eins hatten Max und ich immer gemeinsam. Wir hatten nie gemeinsame Freunde. Also vielleicht zwei, drei Leute, mit denen man sich dann mal zusammengetroffen hat. Aber sonst gemeinsame Freunde gab es nie. Das ist heutzutage auch noch schwierig. Keine Ahnung, er trifft sich ja auch mit anderen Leuten als ich. So, was soll er, wenn ich mich mit Freundinnen treffe? Früher hatte man natürlich auch männliche Freunde. Die Zeiten sind komplett vorbei. Die gibt es gar nicht mehr. Ich habe nur noch weibliche Freunde. Und ja, also früher war das irgendwie, früher hatte man schon so Leute, mit denen man irgendwie so gemeinsam was gemacht hat. Klar, jetzt muss man auch mal irgendwie Babysitter organisieren oder ähnliches, aber so gemeinsame Freunde haben wir gar nicht. Dass man sich mal gemeinsam trifft oder zum Beispiel so ein gemeinsames, wie nennt man das, so ein Ehepaar oder ein Paar, mit dem man sich mal abends zusammensetzt oder Spiele spielt oder ähnliches. Sowas gibt es bei uns leider gar nicht. Aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir einfach sehr unterschiedlich sind. Und ja. Ja, es ist heute einfach so ein Laber-Video. Ja. Lischi. Lucy. Meine Katzen haben auch keinen Bock auf mich heute. Ich strahle wohl meine schlechte Laune aus. Ja, aber sonst. Am Montag bin ich wieder in der Firma. Hoffe ich doch mal. Und dann werde ich euch die neuen Hoodies vorstellen und Fotos machen. Ich habe ja gestern so ein Short-Video davon gemacht und leider haben wir keine 3XL dabei. Es geht leider diesmal wirklich nur bis XXL. Aber das wird beim nächsten Mal dann anders sein. Wie gesagt, ich habe die Pullover auch nicht organisiert. Und ja, bin gespannt, wie die sonst so ankommen. Und dann will ich mir überlegen, was sonst videomäßig, was ich nächste Woche machen kann. Viele haben sich ein Derby-Video gewünscht. Ich habe aber nicht viel zum Derby zu erzählen. Da fällt mir wirklich so auf Hieb jetzt so gar nichts ein. Irgendwie so, wenn ich so darüber nachdenke, so bindungsmäßig. Kaum. Zum K30 fällt mir viel ein. Zur Gurking Witwe kann ich so ein bisschen was erzählen. Zu dem grünen Polo fällt mir was ein. Da kann ich mich noch an vieles erinnern, was ich damit so in Verbindung bringe. Ja, so nach und nach würde ich gerne wieder solche Videos auf jeden Fall hochladen. Und ja, heute ist irgendwie echt wirklich ein sehr komischer Tag. Es ist, weiß ich auch nicht, geht mal alles hart auf den Keks. Deswegen, ja. Ja, so ist das mit den Freunden und so ist das halt auf der Arbeit und so ist das halt allgemein. Und eine Ausbildung, die wäre jetzt, wie gesagt, auch vorbei. Und ja, wenn Kinder klein sind, werden sie ziemlich oft krank, auf jeden Fall. Das ist irgendwie normal, denke ich doch mal. Das ist ja auch, wenn sie Kontakt haben zu anderen Kindern, dann ist es ja klar, dass sie sich eins nach dem anderen, mit eins nach dem anderen anstecken. Und dementsprechend. Ja, ich hoffe, sonst bei euch ist alles gut. Ich hatte überlegt, ob man nicht mal irgendwie so einen gemeinschaftlichen Livestream machen kann, und so Max und ich. Aber ich weiß nicht, vielleicht könnte man einen auch dazu holen, also so zuschalten, zum Beispiel er ist in Friedeburg und ich bin zu Hause, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das kann ich euch nicht sagen, ob das funktioniert. Das wäre auch mal eine coole Idee. Oder wenn ich mal einen Livestream mache, ne? Dann von zu Hause aus abends mal spontan. Und ja, das könnte man auch auf jeden Fall mal wieder bringen. Ist auch schon wieder sehr lange her. Ja, das letzte Video kam ja auch gut an, muss ich sagen. Also ich bin sehr zufrieden damit, dass das immer noch sehr gut geschaut wird und die Leute sich dafür interessieren. Und doch, finde ich gut. Und ja, ich muss jetzt noch ein bisschen Wäsche aufhängen und ein bisschen Haushalt machen. Und dann geht es auch schon bald los. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund, weil es geht sämtlicher Scheiß rum. Magen-Darm. Grippe, alles geht wieder rum. Aber eins ist gut, es ist nicht mehr kalt draußen. Man könnte rein theoretisch schon eine Lederjacke anziehen. So 13 Grad haben wir heute. Die Sonne scheint jetzt nicht so, aber sonst ist es auszuhalten. Es regnet nicht, also sollten wir es genießen. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich am Montag wieder. Bis denn und lasst euch nicht ärgern.